Moin Leute und willkommen zurück zu Deliver Us the Moon. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört und ja, dadurch, dass das Spiel automatische Speicherstände anlegt, musste ich tatsächlich das ganze Level nochmal spielen, warum auch immer. Gut, ging jetzt relativ zügig, aber hatte mich so ein bisschen gewundert und ja, wir gucken uns dann mal hier um. In der letzten Folge hatten wir ja schon mitbekommen, dass hier, ja, ein wenig Ressourcenknappheit herrschte und es wohl auch zu Problemen kam. Die Mondoberfläche war auf einmal dunkel, Energie war weg. Mit Rolf und Sarah war das. Und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Lasst uns mal schauen. Bestellanfrageformular Ziel Pearson Raumstation, Anfrage Orion, Traktexpansion, Lebenserhaltung, Erweiterungspanel 1, Sauerstofflüftungsmotor 3, Sauerstofflüftungsrohre 5, Hüllenisolationsmaterial 4, externe Hüllenschilde 90 Grad Krümmung 4, interne Hüllenkomponenten vorfabriziert 4, Kryoschlaf Schlafgondel Hygens 1, Energiezelle wieder aufgeladen, Suan Electronics 1, Name Sarah Baker, 27.08.2054. Bestellung abgelehnt, zur Erinnerung, alle Baustoffbestellungen bedürfen der offiziellen Aufsicht und Genehmigung des Lunarats, bevor Lieferung versandt und geliefert werden. Fragen und Beschwerden können bei Ihrem WSA-Leiter eingereicht oder direkt an order@worldspaceagency.com gesandt werden. Unterzeichnet von Ratsmitglied William MacArthur, Abteilung Direktor Sicherheitsbeauftragter. So, so. Naja. Ist schon alles ein bisschen komisch hier. Die da so viel Material abgezogen haben. So, dann wollen wir mal sehen. Naja, hier kommen wir weiter. Das ist aber eng hier. Müssen uns hier richtig durchprügeln. Okay, Orion Trakt Wandplatte. Die Pearson Raumstation war zwar funktionsbereit, wurde aber nie fertiggestellt. Sarah und Rolf beaufsichtigen den Bau des letzten Tracks, bis das Lunaratsmitglied MacArthur die Lieferung von Materialien wie diese Wandplatte einstellte und alle Ressourcen zu einem Geheimprojekt auf dem Mond umleitete. Okay, also ein Geheimprojekt. Ja, wie soll es auch anders sein, ne? Ja, okay, das ist, glaube ich, dieser der Raumfahrstuhl. Ja, das sieht ungesund aus da. Da sieht es auch ungesund aus. Aber wir haben ja hier für den Notfall was zum Auftrennen. Das Spiel hat auch echt coole Sounds. Also sowohl die Musik, die mal recht dezent ist, als auch so diese elektrischen und metallischen Sounds. Finde ich echt klasse. So, ja gut, die eine oder andere Textur ist hier mal ein bisschen komisch, aber sonst. So, ich gehe erstmal hier hoch. Naja, ich wollte gerade sagen, hier unten war doch auch was, ne? Na, da müssen wir ja... Müssen wir ja höllisch aufpassen hier. Boah. So, ich weiß nicht, haben wir hier irgendwas?
nicht damit irgendwie interagieren oder so? Ich dachte jetzt, kann man irgendwas mitmachen. Ah ja, gut, okay, das wurde mir jetzt nicht angezeigt, aber das war irgendwie so, ja, irgendwas muss man hier ja machen können. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, jetzt auch keinen Strom mehr drauf, ne? Ja, nee, okay, perfekt. Das heißt, wir können dann hier durch. Ah, okay, das sollen Tropfen sein. Oh. Merkwürdig. Also ja, Flüssigkeiten verhalten sich tatsächlich so. Im Vakuum, aber es war etwas merkwürdig jetzt hier. Lager ist, glaube ich, dicht, ne? Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden können. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, in der letzten Folge. Also von der Atmosphäre her und so vom Gefühl nimmt einen das Spiel mega gut mit. Also muss ich sagen, das finde ich ziemlich cool. Und ja, man fühlt sich so richtig rein. Das haben die echt toll gemacht. Finde eine Möglichkeit, im Aries-Trakt das Rotationstriebwerk der Station mit Strom zu versorgen. Versorge das Rotationstriebwerk der Station mit Strom, finde das Rotationstriebwerk im Wartungsbereich. Ja, da sind wir jetzt wohl. Ah ja, guck mal, hier ist gleich schon so eine... so eine Stromzelle. Ja, ich denke mal, die werden wir hier alle reinhumpen müssen. Okay, ja, die sind gelb, dann kann ich die jetzt wohl drehen, oder wie sieht das aus? Naja. Oh, no way, ey. Soll ich die jetzt echt durchschießen? Ich muss schon die hier oben, glaube ich, wegballern. Jetzt mal gucken. Zwei reichen. Ah, das sieht ja gut aus. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 40%. Oh, no way, ey. Jetzt haben wir hier gleich wieder Party-Action ohne Sauerstoff. Da komme ich doch niemals durch, oder was? Wenn ich die jetzt rausziehe, wird das Ding... Nee, Leute, das geht nicht. Ich kann die nicht wieder rausziehen. Okay, ja, dann muss es ja so schaffbar sein. Haha. Ich weiß ja auch nicht, hoffentlich speichert das denn hier vorher. Mach mal aus hier.
jetzt mit der... Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 20%. Gut, okay. So. Ja, das war so klar, ey. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Komischerweise sind die Zellen auch immer ganz hinten, ne? Bin mir gar nicht sicher, ich guck mal. Die wegballern müssen. Also an dem hier oben, glaube ich, kommen wir nicht vorbei. Zelle, wo ist die da unten, ne? Da müssen wir, glaube ich... Gekommen. Ich glaube, den untersten müssen wir auch noch wegballern. Nein, nein, nein. Ah, ah, Hilfe. Oh, wir sind gleich hin. Bin ich denn da rangekommen? Ich kann doch hier gar keinen anderen wegschießen. Okay, so jetzt ist wahrscheinlich. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass wir jetzt hier. Dass hier gleich Feierabend ist. Energieversorgung vollständig von Lebenserhaltung auf Rotationsantrieb umgeleitet. Triebwerk kann im Kontrollzentrum aktiviert werden. Lebenserhaltungssysteme versagen. Hier kann ich gar nicht zurück. Okay, jetzt ist hier Not am Mann. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier zurück. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Müssen wir jetzt hier wieder zu diesem Kontrollteil hier? Oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Lybra ist jetzt dicht? Nee. Scheiße, zu welchem Ding müssen wir denn jetzt? Da war der Fahrstuhl. Müssen wir jetzt hier rein, oder? Lebenserhaltungssysteme inaktiv. Sauerstoffreserven fast aufgebraucht. Ich meine, hier war ja auch so ein Kontrollzentrum. Also hier hinten durch, das meine ich. Sind wir hier jetzt wieder? Ja, ja, guck. Oh, zum Glück. Dachte schon, wenn ich da wieder dem anderen noch zurück muss, denn... Was? No way, Alter, da sind wir doch platt, oder was? Was? Ich hab doch F gedrückt. Was soll denn das? Ich mach mich schon mal bereit.
tun, da sind sie noch da, ja. Ich weiß nicht, kann ich mich hier überhaupt bewegen? Also es ist alles... Was ist denn das jetzt, so eine Scheiße hier? Leute, jetzt wird's noch mal richtig Action hier. Den ganzen Trümmer hier und so. Alte Schwede. Ich drück die ganze Zeit weh, ne? Aber ob das jetzt was bringt hier, von wegen nach vorne und so? Keine Ahnung, so. Also wir sind auch echt ziemlich fertig, so glaube ich. Ich hoffe, hier ist jetzt Sauerstoff, weil gleich ist Feierabend. Das ist mega auf Kante genäht hier, ey. Da sind gleich mehrere, die müssen wir uns alle schnappen. Nein! Nein! Warum? Der war leer, Leute. Wir schaffen's nicht. Ich sehe nichts mehr. Das war's. Wir haben's verkackt. Ja, ey, sorry, ey, dass da doch irgendwas wegfliegt, so. Ja, müssen wir normal machen. Mist, ey. Ja, das ist wieder typisch Buggy, ne? Stirbt sogar beim Walking Simulator, ey. So, hier ist noch einer. Ja, warum da jetzt das so komisch war, dass das da weggeflogen ist, habe ich ja ehrlich gesagt nicht begriffen, wieso das so gekommen ist. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal austricksen. Das ist aber auch echt total auf Kante genäht hier. Ja, ein bisschen bewegen kann man sich schon. Hier ist das doch. Die Dinger denn auf einmal fliegen die ja denn weg, aber das ist echt auf Kante. Hier war das. Die Dinger fliegen dann irgendwie weg, warum auch immer. Weiß nicht, ob ich das austricksen kann. Oh, wieder, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Hier ist nichts drinne? Das verkacken wir doch schon wieder. Dieses Mal kann ich noch nicht mal mehr schneiden, doch jetzt. Okay, da war doch eine drin. Die habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Jetzt müssen wir Hackengas geben. Hier sind wir ja beim letzten Mal umgekommen. Nein, das ist unser Raumschiff, Leute, was hier abgeflogen ist. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Oder war das jetzt nur hier... Ne, wir müssen da rein. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Hat's unser Raumschiff weggehauen. Ich fass es nicht. Wahrscheinlich hätten wir erst abdocken müssen mit dem Rotationsantrieb. Boah, Leute, wir schaffen es nicht.
ein Meter vorm Ziel. Wir müssen es nochmal machen, Leute. Oh, ist das schon wieder schäbig. Boah, no way, Alter. Oh. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich habe das mit dem Raumschiff, das hat mich so abgelenkt. Wir hätten wahrscheinlich erst abdocken müssen mit unserem Raumschiff und dann den Rotationsantrieb irgendwie einschalten müssen. Das muss irgendwie so gekommen sein, dass wir da irgendwie Mist gebaut. Kann ich hier auch einen anderen Weg nehmen? Nee. Ist das denn so geskriptet, dass das andere da immer wegfliegt? Oder wie müssen wir das vorstellen? Ja, das ist geskriptet, also sorry, aber da... Da kann man auch nicht richtig hinlenken. Also, man fliegt hier auch immer durch die Mitte. Also, ich habe das eben schon mal versucht, irgendwie am Rand durchzukommen. Vielleicht geht das irgendwie, aber es kam mir gerade so vor, als wenn das nicht geht. Oh. Ah, schon cool gemacht. Ich hoffe, ich schaff's jetzt endlich. Mann, 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 ey. So, gleich wieder hier den Rückzug antreten. Es war ja wirklich nur 2 Sekunden, die uns da gefehlt haben. Aber das haben die dann ja auch ingenieurstechnisch echt dämlich gemacht, wenn der Rotationsantrieb sich dreht und dann ein angedocktes Raumschiff dann wegfliegt, also das ist doch ein Konstruktionsfehler dann auch. Warnung, Leck festgestellt. Begeben Sie sich zum Orbital. Bla bla, zwecks Evakuierung. Jetzt fahren wir runter hier, oder was? Na, die Pearson-Raumstation ist hin, würde ich mal sagen. Ja, also das ist ja ein absoluter Konstruktionsfehler, wenn da ein Raumschiff angedockt ist, dass der Rotationsantrieb da alles zerbröselt, ey. Also, ja. Das hätte man ja anders machen müssen, dass entweder denn der Rotationsantrieb nicht anspringt oder das Raumschiff gezwungen wird abzudocken. Irgendwie so hätte ich das doch denn gemacht. Aber geil gemacht. Also Atmosphäre ist richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Sehr, sehr schön. Ah, dann wollen wir mal, ne? Den Tag. So, okay, hier ist also wieder ein bisschen Raum. Berge eine ASE-Einheit, um Zugang zum MPT-Kontrollzentrum zu erhalten. Ja, hier, tja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe mal, wir haben da alles gefunden. Naja, ja gut, hier ist ja wieder ein bisschen Schwerkraft. MPT-Netzwerk offline, Stationsenergieversorgung sehr niedrig. Diagnosefunktion im MPT-Kontrollzentrum ausführen. Türen öffnen. Ja. Was haben wir noch? Ist hier noch was? Ne, gut, dann gibt's nur den einen. Copernicus, Mondzentrale 2059, 5 Jahre. Na,
nach dem Blackout. Ja, sorry für die Laderuckler, also... Aber es sind welche. Ah, guck mal, hier brauchen wir so eine ASE-Einheit. Ja gut, das stand ja auch als Missionsziel. Na gut, wir gehen sie niemals ohne ASE raus. Die scheinen ja extrem wichtig zu sein. Green Space. Ult Inspectable Replace? Okay. So, nee, ich dachte, das ist der Computer. Na gut, dann hören wir uns mal hier. Hallo? Die Sprachnachricht an. Hallo? Sieht verlassen aus. Wo sind die alle? Keine Ahnung. So habe ich die Basis noch nie gesehen. Sieht Alex Wärmesignaturen? Nein, nichts. Das kann nicht sein. Vielleicht finde ich weiter unten was. Sarah, wir gehen der Sache auf den Grund. Und danke, dass ihr mich beim Blackout gerettet habt. Ich weiß, ich habe... Expeditionsteam, ihr solltet inzwischen auf der Oberfläche sein. Denkt dran, ihr habt da unten nur 40 Minuten. Verstanden, Pearson. Keine Ursache, Rolf. Schaust du mal ins Kontrollzentrum, was mit dem MPT nicht stimmt? Mach ich. Bleibt auf diesem Funkkanal. Ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Uiuiui, ui, ui, das ist unheimlich. Gott, es ist total verlassen hier. Frage mich ja, wo die alle hin sind. Isaac Johansson, private Ratsquartiere, Leitung Mondtechnik MPT. Ja, da gehen wir gleich mal rein hier. Na, guck mal hier, Scan. Datenbank. Kathys Heimat. Isaac war am Boden zerstört, als er vom Tod seiner Frau erfuhr, der sich im Jahr 2049 durch einen Sandsturm auf der Erde ereignete. Da er seine Töchter nicht länger den sich verschlechternden Bedingungen der Erde aussetzen wollte, forderte er sie auf, zu ihm auf den Mond zu kommen. Claire weigerte sich aus Sorge um Kathys Gesundheitszustand und kümmerte sich um ihre Schwester, bis Isaac seinen Einfluss ausübte, um die rechtliche Vormundschaft über Kathy zu erlangen. Kathy wurde bald daraufhin auf den Mond gebracht. Oha, haben die sich dann noch um die Schwester geprügelt oder was? Hatten die hier so eine Schlafboxen? Hier wieder Antidepressiva. Schon mal gefunden bei ihm. Claire. Priscilla Flowers. 5 Lessons to Make You a Perfect Parent. Ja, okay. 5 Lektionen, die sie zum perfekten Elternteil machen. Hat denn wohl nicht so gut funktioniert. Oh, hier war noch ein Bild. Ich, Rückseite, ich, Rosa, ASE und Teddy. E. Wer war hier? Ah, hier war MacArthur. Was wir bei dem hier so finden. World Secret Service. Okay. Weltsicherheitsdienst. Hiermit wird bestätigt, dass der Generaldirektor für Operationen, William MacArthur, ehrenhaft aus dem Weltsicherheitsdienst entlassen wurde. Für Jahre voller Qualität, Sorgfalt und hervorragende Dienste. Und unterzeichnet Jeffrey D. Penny. Pennywhistle. BSD-Oberkommandeur.
Okay, hier ist noch was. MacArthur, kurzes Update. Die Evakuierten aus Tombaugh sind da. MacArthur, das Chaos von Tombaugh darf nie wieder passieren. Damit will ich nichts zu tun haben. Isaac Johansson, Lunarad. Isaac, gut, wir können dann bald anfangen. Zeit für Sie, eine Entscheidung zu treffen. Vergiss nicht, dass kein Sprung nach vorne jemals ohne Opfer passiert ist. Überleben hat seinen Preis. Bald sind die Ereignisse in Tombaugh, keine Ahnung, nur noch schwache Erinnerungen. Zeit, das alles hinter sich zu lassen. William. Ey, was haben die denn hier für einen Quatsch gemacht? Wer ist hier? Rosa Laverde. BSA rekrutiert Top-Wissenschaftler in den Lunarad. Bei der Vorbereitung auf ihre bevorstehende Mission zur Kolonisierung des Mondes hat die WSA die Reihen des Lunarades besetzt. Gegründet, um die WSA-Aktivitäten auf dem Mond zu koordinieren, waren zwei Sitze unbesetzt, bis die Spitzenwissenschaftler Dr. Rosa Laverde und Dr. Isaac Johansson die Stellen erhielten. Laverde und Johansson wurden persönlich von William MacArthur ausgewählt, der eine lebenslange Erfahrung in der Überwachung komplexer internationaler Sicherheitsmissionen auf der ganzen Welt hat und vor kurzem zum Missionskommandanten der Mondexpedition ernannt wurde. Als Vorsitzender des Lunarates wird MacArthur zusammen mit Laverde und Johansson die Kolonie leiten. Für viele ist die Ernennung von Dr. Laverde keine Überraschung. Die angesehene Wissenschaftlerin hat mehrere hochkarätige Forschungsteams geleitet und ist eine führende Expertin in den Gebieten der Fusionsenergieentwicklung und des Helium-3, der Ressource, welche die WSA auf dem Mond in Massen abbauen will, um das MPT zu betreiben. Dr. Johansson ist im Grenzbereich zwischen Architektur und technischem Design tätig und bekannt für die gleichnamigen Johansson-Siedlungen. Durch den Entwurf der Siedlungen, die den rauen Bedingungen der Äquatorwüste standhalten sollen, hat Johansson einen einzigartigen Einblick in den Bau in physisch feindlichen Umgebungen erhalten. Es wird angenommen, dass ihr gemeinsames Wissen und die Erfahrung für die Kolonisierung des Mondes und die Errichtung des MPT, des gewaltigen Netzwerks zur Erzeugung und Übertragung von Energie vom Mond zur Erde, von entscheidender Bedeutung sein werden. Rückseite, wie hoffnungsvoll wir waren. Okay. Ja, Also da ist schon irgendwas, ist hier komisch gewesen. Auf jeden Fall. Naja. Gut, dann wollen wir mal weiter gucken. Okay, so eine goldenen Kapseln da noch. Und zwar hier. Speech. Okay. Rede. Kreuzung. Tombaugh. Erde, die Besten und die Klügsten, das neue Zeitalter und Outward. Was ist denn Outward jetzt schon wieder? Okay. William MacArthur. Okay, da kommen wir anscheinend nicht rein. Isaac Johansson nochmal? Ach so, das andere waren die Privatquartiere. Das Leitung Mondforschungsabteilung. Okay, guck mal, hier sind auch noch irgendwelche. Irgendwelche Sachen. Kann ich aber irgendwie nicht abspielen. Guck mal hier, William, was ist das? Was zur Hölle sollte diese Ansprache? Unser nächstes Kapitel, Rosa. Es ist Zeit. Die Schiffe sind bald soweit. Das ist nicht dein Ernst. Keine Ahnung wie. Bring das wieder in Ordnung und zwar jetzt. Das ist nicht nötig. Komm mit mir. Du meinst es ernst? Will, hast du den Verstand verloren?
Wir können die Kolonie nicht zurücklassen. Nicht während des Blackouts. Nicht ohne das MPT-Signal. Die Erde verlässt sich auf uns. Kümmere dich nicht mehr um sie. Diese Zeit ist vorbei. Wir müssen die lange Reise antreten. Das war die Abmachung. Die Schiffe sollten ein letzter Ausweg sein. Wir haben beim ersten Mal nicht aufgegeben und jetzt auch nicht. Mit dem Netzwerk können wir die Erde wieder mit Energie versorgen. Wir haben's fast, William. Nein, sind wir nicht. Nicht im geringsten. Wenn du noch immer glaubst, dass der MPT die ganze Erde versorgen kann, sind das Wahnvorstellungen. Eine einzige Hoffnung bleibt. Outward, mach dich bereit, es geht los. Ich gehe nicht, Will. Nein, nicht so. Das war keine Bitte. Schafft sie aufs Schiff! Was? Oh, ist das wirklich... Oh. Ah, okay. Also der scheint ja total... Der scheint ja total... doll gewesen zu sein, dieser William. Der hat die auch gezwungen mitzukommen, irgendwie ins Outward. Und... Ja, und als sie die Erde quasi wegen des MPT nicht und der Energieversorgung nicht im Stich lassen wollte, hat er sie halt gezwungen, ne? Okay, Hardwarefehler erkannt, Wartung erforderlich. Okay, die ist kaputt. Müssen wir mal gucken. Okay, da können wir auch nicht rein. Können wir die irgendwie mitnehmen? Nee, oh Gott, jetzt aktuell kann ich gar nichts machen, wenn ich die trage. Aber irgendwo hat... Da unten hatten wir das doch, ne? Da stand doch irgendwie ASE-Einheit erforderlich oder so. Oder das heißt, hier unten da vorne war das, bei diesem Lager. Hier, ne? Hier stand doch irgendwo... Geht es damit? Nee. Ja, die ist halt auch kaputt, ne? Da stand ja irgendwas von... Hardware-Defekt, Fehler, wie auch immer. Nur von hier bin ich ja gekommen. Hier kann ich nicht runter. Also die müssen wir jetzt noch irgendwie heile machen erst. Aber wo? Kann die auch nicht ablegen. Also... Vielleicht bei ihrem Privatquartier hier? War hier noch irgendwie was? Hier sind auch so eine Station zum Reinlegen, aber... Okay, da geht's jetzt erstmal nichts. Irgendwas habe ich übersehen. Da steht das Hardwarefehler erkannt, Wartung erforderlich. Was, jetzt kann ich die noch nicht mal mehr ablegen hier? Oh, nein, fuck, ich weiß so gar nicht, was ich damit machen soll. Ich kann nicht mal hier auf meinen Tab irgendwie zurückgreifen. Kann ich die hier raufpacken? Formation gesperrt. Doch, hier ist doch offen, ich Idiot. Rad.
Ihr ist auch wieder. Ja, aber meine ist ja kaputt. Wartung, vielleicht hier bei Wartung haben wir vielleicht Glück. Na gut, jetzt aktuell lohnt sich umgucken eh nicht, solange ich das Ding in der Hand habe. Vielleicht kann ich hier irgendwas machen. Guck mal, hier ASE in Reparaturblock positionieren. Initialisiere ASE-Wartungsprotokoll. ASE-Hardware-Diagnose läuft. ASE-Verbindung zu Anlagennetzwerk und fehlgeschlagen. ASE-Netzwerk-Zugriffsportstatus defekt. Komponentenaustausch empfohlen. Okay, neu starten? Ne, macht keinen Sinn. So. Okay, ja, dann gucken wir mal. Was zeigt der uns denn hier an? Abdeckung entfernen, Netzwerkteile auf Tisch platzieren, Netzwerkkomponenten ersetzen, ASI-Abdeckung wieder anbringen. Okay, steht da. Eine von drei Komponenten für den Austausch des Netzwerkzugriffsports der ASE-Einheit. Okay, drei Teile brauchen wir insgesamt. Oh, guck mal, was ist hier? ASE-Erinnerungen sicher aufbewahren. How to playback your recorded memories. Erinnerungen bewahren. Wie Sie Ihre aufgezeichneten Erinnerungen abspielen. Kehren Sie zum Aufzeichnungsort zurück. Aktivieren Sie eine autorisierte ASE-Einheit. Sehen Sie, wie Ihre Erinnerung zum Leben erwacht. Ja, sehr nützlich, aber auch irgendwie creepy. Hier ist zu. Guck mal, hier haben wir noch ein Teil. Das ist auch so eine Komponente. Fehlt nur noch eine. Ja, guck mal hier, was ist hier? Inspizieren. MPT, Sender und Empfänger, Isaac Johansson, Sender, Empfänger, Stuhl und Aufzug, Zugriffskontrolle. Guck mal hier, was Scannbares. Wachstumsdiagramm. Als Kathy Johansson zum Mond gebracht wurde, war Dr. Rosa Lavert sofort von der lebhaften Fantasie des Mädchens angetan. Rosa war entschlossen, die nachteiligen Auswirkungen der geringen Schwerkraft des Mondes auf den Körper ihrer neuen Freundin zu begrenzen und überwachte die Gesundheit und Wachstumsrate von Kathy ganz genau. Trotz Rosas guter Fürsorge verschlechterte Kathys Gesundheitszustand sich während ihres Aufenthalts auf dem Mond rapide. Guck mal. Also 29.04.2050. Ah, die ist relativ schnell gewachsen, ne? Kann das sein? In 4 Jahren gefühlt 20 Zentimeter. Das ist wahrscheinlich zu viel für einen Teenager oder halben Erwachsenen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt die war. Also entweder wurde das gesagt und ich habe es vergessen oder es wurde noch nicht erwähnt. Da brauchten wir eine ASE. Naja, das kann ich mir schon vorstellen, ne, dass die Gliedmaßen durch die geringe Schwerkraft alles in der Länge gezogen wird. So, was haben wir hier?
Ah, okay, da ist wieder was zum Wegschießen. Das können wir ja schon mal ruhig machen, warum nicht? Ah, okay, da kann nachher bestimmt diese ASE durchfliegen. Ah, hier ist das letzte Teil. So, damit haben wir unser Ziel erreicht. Installiere die Ersatzteile in der ASE-Einheit. Ist aber sonst nichts weiter, ne? Nee, gut. Ja, prima, Leute. Wir haben die Teile noch gefunden. Und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge hier weiter. Kann auch nicht durch das Helmvisier schauen, ne? Witzig. Ja, und in der nächsten Folge soll es hier weitergehen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Deliver Us the Moon. Bis dahin und ciao, ciao.